Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays GTA Online. Mit dabei ist natürlich wieder der Blue. Ja, moin. Ja, wir haben hier nochmal eine Beschaffungsmission gestartet für meinen Bunker. Also noch ein paar Vorräte holen. Ihr seht schon, wir sollen nach Fort Zancudo. Zancudo? Wieso sage ich immer Zancudo? Ich weiß nicht. Fort Zancudo. Ja, so dumm. Ja, wir sollen ballistische Ausrüstung beschaffen. Und das möchte ich euch ganz gern zeigen, weil das ist ziemlich cool. Diese ballistische Ausrüstung kann man sich übrigens auch kaufen. Man muss die aber erst erforschen. Leider Gottes, sonst hätte ich die nämlich schon längst. Das war wieder irgendwie böses Geballe hier, gell? Also zusammengefasst kann man sagen, eine reine Beschaffungsmission. Beschaffungskriminalität. Ja. Ja, nur auf den Panzer aufpassen, ne? Vielleicht willst du noch in der Luft bleiben, ich spring mal ab. Der wird uns wahrscheinlich vom Himmel holen. Ich spring mal ab, ne? Willst du da jetzt allein mit dem... Ja, du kannst ja mit dem Helikopter schon mal... Mir ist egal, wie wir es machen. Sterben wir wahrscheinlich sowieso. Warte, ich guck mal, ob ich dich näher ranbringen kann. Hier müssen... Also die ballistische Ausrüstung kannst du dir anziehen. Okay. Also ich Moment. Der zeigt uns an. Bin ich schon raus. Achso, okay. Weil ich habe hier noch keine Gegner. Doch jetzt. Also es ist ein bisschen gefährlich hier, aber wir sind hier auf dem Militärflugplatz und mit den Jungs hier ist nicht zu spaßen, vor allem wenn sie der Panzer holen. Ja, echt so ein paar Lappen sind das. Okay, da kommt schon das erste Auto. Ich befürchte, die werden... Du killst gar niemand. Jetzt müssen wir aufpassen, weil... Was ein Auto? Der Panzer kam immer erst, wenn man in dem... wenn man den Tieflader hat, gell? Meine ich. Oder kommt ein der? Schuss und die ganze Panzerung ist schon wieder weg, da. Also ich gehe jetzt gleich mal in die Halle rein, wenn ich hier ein bisschen sauber hab. Wo die Panzerung noch finden. Stil. Ja, ich zieh mich mal um. Vielleicht kann ich sie ja auch beeindrucken, wenn ich schöne Sachen anhabe. Also die Lenkraketen. Ich lande jetzt, das hat ja keinen Sinn. Es werden ja immer mehr Fahrzeuge. Ich muss hier raus. Bringt gar nichts. So. Ich gehe jetzt mal in die Halle rein und ziehe mir das an. Ja. Wo ist denn der Halleneingang da hinten? Ne? Ja. Aber nicht spannend beim Umziehen, gell? Warte noch! Was? Warte noch! Wir durchs Fenster gucken. Wo renn ich denn hin? Was ist das für komische Hupe? Da, da, da! Oh, 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 oh. So. Reinschießen, anziehen. Boom! Und jetzt sind wir quasi fast unzerstörbar und fast unsterblich. Also ihr werdet es auch gleich nochmal von vorn sehen. Also wir heißt in diesem Fall sie. Ja, und die Zuschauer. Man ist relativ langsam. Hier ist der LKW da hinten. Ja, ja. Und ich kann jetzt in kein anderes Fahrzeug mehr einsteigen. Der Blue muss jetzt einen Tieflader besorgen, ja. Und ich muss dann auf die Ladefläche vom Tieflader und ja, so machen wir uns dann vom Acker, falls uns der Panzer nicht vorher... Also ihr seht schon, ich krieg so gut, also von denen krieg ich so gut wie gar keinen Schaden. Normalerweise wäre ich schon längst tot. Wer schießt denn da nicht? Weil dir ist alles gut, ne? Ja, ja. Geben wir dem mal den Gnadenschuss. Ah!
Der Panzer hat mich überfahren. Wo kam der denn her? Alter. Also, Blue. Oh, Panzer. Oh. Was ist jetzt passiert? Panzer. Okay. Vorräte stehen beendet. Die Produktionsvorräte wurden zerstört. Also das ist uns... Oh! 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 Nein, 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 nein. Das hatten wir bisher auch noch nicht, ne? Nein, das hatten wir noch nie. Also ich kann dir sagen, zweimal Feuer vom Panzer, tot. Mich hat der Panzer überfahren, das ist viel peinlicher. Zerstöre die Waffenlieferung? Was? Ist so eh erledigt. Das gibt Rache. Ah, so ein Scheiß. So, schmeißen wir uns mal ins Einsatzoutfit. Guck weg. Ja. Luhu. Ja. Du sollst weggucken. Mach ich doch. Nein. Doch, doch. Dann geh ich in den Busch. Hallo. Ja. Bist auf die aufpassen. Ich bin schon Leibwächter quasi. Ja, ja. Dein Lohn wurde eh schon gekürzt. Ja. So. Panzerung an. Ja, wieso? Können wir das? Ist ja eh beendet. Wir müssen auch eh was Neues machen, oder jetzt? Nein, meine Panzerung habe ich gemeint. Ja, ja, wir müssen was Neues machen. Ich hole mal schnell einen Buzzard. Das ärgert mich jetzt. Ein bisschen misslungen. Aber gut, passiert halt auch mal. Ja, aber das haben wir eigentlich, also das haben wir wirklich noch nie verkackt. Noch gar nie. Und der Panzer. Also, du musst jetzt irgendwie so mal gucken. Ich laufe da. Ich krieg da noch irgendeine Meldung auf einmal, Panzer. Ich stehe direkt vor dem Panzer eigentlich, weißt du? Also der ist auch irgendwo gespawnt wieder mal, typischerweise. Kann man tut im Video er. Sehen. Das ja. ist keine Ausrede, aber. Nee, tut er immer. Der ist immer. Der kommt immer gleich da um die Ecke. Der kannst dich nicht erinnern, als du. Da waren wir, glaube ich, zu dritt. Da war Bobby mit dabei. Der Frank. Oh Gott. Heb das. Und da hast du mit dem Bobby zusammen, ihr habt den Tieflader geholt, der Panzer kam um die Ecke, ein Schuss und der Tieflader war zerstört. Ja, ja. Und ihr wart tot. Das ging genauso schnell. Aber ich bin bisher noch nicht vom Panzer überfahren worden. Ja gut, überfahren ist natürlich schon bitter. Also ich meine, wenn er dich so... wenn er dich mit dem Geschoss wegknüppelt, ist das was anderes. Aber ja. überfahren ist schon böse. Na, ja, mal gucken, was wir uns jetzt noch für einen Auftrag geben. Schade, wäre schön gewesen, wenn wir die Mission durch. Aber wird irgendwann auch wiederkommen. Ja. Also irgendwann werden wir die auch nochmal richtig zeigen. Aber halt ärgerlich ausgerechnet die, weil ich mag doch die ballistische Ausrüstung so gern und die hätte ich ja echt gern zeigen. Ich dachte, irgendwann kommt das auch. Aber es ist wie verhext, gell? Außerhalb von der Aufnahme kein, mit nichts eigentlich ein Problem. Warum? Warum, ey? Bei mir wird sicherlich auch nur der Controller und. Ja. Tastatur und Lags, das Wetter. Serverlags. Ich hoffe, du trinkst da Wasser. Natürlich. Ich trinke nur Wasser. Ja, ich auch. Möp. Mahlzeit. Danke. Nur raus, was keine Miete zahlt. Mhm. Du weißt ja, die Hunde machen es nicht anders. So, mal gespannt, was wir jetzt kriegen. Ja. Nochmal ballistische Ausrüstung wäre schön. Ja, glaube ich aber fast nicht. Nee, das Glück werden wir nicht haben. Da werde ich vom Panzer überfallen. Aber dein Schrei war schon sehr... Ich war erschrocken, leicht. Ich sag jetzt nichts, du hast ja gesagt, ich soll nicht spoilern. Nee, weil irgendwie sieht's nun mit immer eine Sekunde schneller als ich. Obwohl das auch manchmal andersrum ist. Ganz komisch bei GTA teilweise. So, was müssen wir denn machen? Vorrede stehen. Das ist was Außergewöhnliches. Popular Street. Keine Ahnung. Dachte mir jetzt so auf, ich baue nix. Mir auch nicht. Er hat irgendwas gesagt von Techniker oder so.
könnten uns ruhig mal wieder Fahrzeuge zur Verfügung stellen. Haben sie doch gerade gemacht, oder? Ist das nicht? Ah nee, der stand von uns noch da, ne? Das war unsere. Ich hätte auch gerne mal wieder die eine Beschaffungsmission, wo sie einem ständig die Savage auf der Hals hetzen. War das nicht die mit der ballistischen Ausrüstung? Die Savage komme? Ich meine, das war die gewesen, ja. War das nicht die, wo man ans Geschütz muss auf dem komischen... Was waren das für ein Fahrzeug? Nee, da kam, glaube ich, eine normale. Da kam aber bloß normale? Ich glaube, da kam eine normale Helikopter. Genau weiß ich es aber auch nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich das mit der Savage cool, weil die sind in der Luft, sind die schon beeindruckend, also... Ja. So, dann begeben wir uns mal zur Popular Street. Ich steige erstmal aus gleich und kläre mal. Aber das scheint ja im Moment sowieso zu sein, wegfahren oder was? Hä? Geh so ein bisschen tiefer, dann hüpfe ich mal raus. So, dürfte reichen. Komm raus mit dir. Roller und. So, ja, dann geh ich mal gucken. Der ranzige Booster. Oh. Hast du ein paar Desinfektionstücher dabei? Nee, ich hab hier, warte mal, hier ist was. Nein, das sind Popo. Babyfeuchttücher. Ja, ich glaube, alles wäre mir lieber als, also... Ja, dann nimm doch eben. Ja. Da. Ja, das sind ja nur noch zwei Stück. Toll. Ja, besser als gar nichts. Weil die lege ich mir mal auf den Sitz aus hier. Was? Du weißt schon, dass die nass sind, gell? Ja, alles ist mir lieber als... Das sind Feuchttücher. Ach Gott, jetzt habe ich die Scheibe von dem Auto zerstört. Was? Ich fahr dann mal. Jaha. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. 6 Kilometer mit diesem Huppen. Naja, solange es nicht komisch drin riecht. Tut's. Tut's? Ich hab beschossen. Ja, ich kann nicht schießen. Jetzt kann ich. Ja, die Raketen nicht mehr probieren. Oh, aber zumindest sind sie jetzt mir hinterher. Das ist ja auch nicht schlecht. Dachte ich auch gerade. Der fangt mich noch, hey, nee. Ja, ist natürlich sehr fair, Auto gegen Helikopter. Mich hat im letzten Teil vorhin ein Panzer überfahren. Ist das vielleicht fairer? Nein. Aber das war ja auch Panzer gegen Fußgänger. Was? Ich werde schon wieder beschossen. Fahr! Hab ich schon mal gesagt, dass die Lenkraketen scheiße sind? Ja, fahr. Wo schießt denn der hin? Jetzt? Oh, einen ganzen habe ich jetzt erwischt. Unglaublich. Ich nehme mal an, da kommen wir nochmal zwei. Wir werden sehen. Ja. Ja. Arschloch. Oh Gott sei Dank habe ich jetzt nicht geschossen. Habe ich, wo ist der andere? Ich weiß, ich kann nämlich weit weg von mir sein, schießt auf mich. Hab ihn. Gut. Nach was riecht's bei dir in dem Busle? Das mag ich jetzt gar nicht so recht beschreiben. Kommt aber ähnlich dem Duft aus meinem Wohnmobil. Oh mein Gott. Oh Gott, die nächsten. Fahr. Ja, ich kann nicht mehr. Ich bin tot. Hoffentlich ist das Auto noch heil. Ja, ist es. Ach, schießen Sie nicht kaputt, das Auto, ne? Nein. Okay. Oh, Geld. Was? Oh, mein Geld. Ich hätte die eine bezahlt. Ich glaube, ich muss mitfahren.
Mein Heli ist am Arsch. Also noch nicht ganz, aber ich habe schon Aussetzer. Ich rate es dir nicht bei dem Auto, aber gut. Nein, fahr. Ja, nun komm. Nein, ich bestell mir ich was. Ich hab noch ein Tu übrig. Nein. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Was stinkt denn hier so? Könnte das tote Eichhörnchen da vorne sein? Nein, das ist schon mumifiziert, das kann nicht mehr stinken. Achso. Das hat sich gerade bewegt. Was? Dachte ich. Was klebt denn da so? Oh Gott. Hast du mal an den Himmel geguckt? Was sind das für weiße Flecken? Nee, habe ich noch nicht. Ja, mach mal. Jetzt in welchen Himmel? Vom Auto oder was? Ja. Achso, ja, guck ich gleich. Fahr ja gerade. Widerlich. Könnte das klebrige Zeug erklären. Ich glaube, ich fahre doch selber. Wenigstens sind die Scheiben offen. Ja. Aber es muffelt trotzdem. Ja, Gott. Ich geh mal kommt keine Scheibe gegen an. Naja. Ach, jetzt weiß ich, wieso die hinter uns her waren. Ach so? Ja, ja. Die Lichter von links gehen nicht. Ach, hinten links auch nicht. Gleich sieht das ja wieder aus. Und vergesst ja nicht immer hier abzubiegen. Weg da! Mittelfinger gezeigt. Was? So. Bäh. Nee. Sein Mittelfinger in unser Face, meine Kugel in sein Face. Richtig. Nein, nicht in mein Bunker. Ja, was soll ich denn machen? Ja, hätte man jetzt die Kiste nicht reintragen können. Aber dein Bunker dürfte jetzt ziemlich sehr voll sein, ne? Müsste eigentlich, ja. Ja, das reicht. So, wir können ja noch mal in meinem Bunker beim nächsten Mal gucken. Vielleicht haben wir ja zufällig eine ballistische Ausrüstung oder so. Das wäre cool. Gut, ich würde aber sagen, achso, nee, ist dein Video, ne? Achso, ja. Ja, ich würde aber auch sagen. Wir kommen für dieses Video zum Ende. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen, es hat Spaß gemacht und natürlich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich sag schon mal Tschüss und gebe das Wort an Blue. Ja, mehr als auch nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.